Hallo meine lieben Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Twain Sim World 4 mit mir El Gero, dem Codematics. Heute befinden wir uns auf der Strecke Köln-Aachen und stehen hier gerade im Stolberger GBF, dem Güterbahnhof von Stolberg und ja, sind theoretisch und abfahrbereit, fahren heute die RB20 in Richtung Alsdorf. Ich habe gerade schon vergebens nachgeschaut gehabt wegen dem FIS, aber ich finde hier leider gar keins. Nicht mal für Aachen Hauptbahnhof, was außergewöhnlich ungewöhnlich ist. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir los. Müssen nur noch unsere Signalbeleuchtung, ja, unser Spitzenlicht anmachen, aber sind damit auch abfahrbereit. So, wir müssen in Stolberg ja um 49 ankommen und um 50 abfahren. Ich versuche mein Bestes. Nee, ich muss hier mal kurz auf dieses HUD kommen, um das Ganze zu bestätigen. Ah, hier unten. So. Ja, fahren die RB20 in Dreifachtraktion. Nicht weil das alltäglich so ist auf der RB20, sondern einfach aus dem Grund, dass der bzw. die Baureihe 462 relativ kurz ist als Einzeltraktion und als Doppeltraktion auch gar nicht mal viel länger. Deswegen eine Dreifachtraktion 642 ist eigentlich schon relativ angemessen. Weil, soweit ich weiß, fährt der RB20 auch ab und zu in Doppeltraktion 644. Und ja, das müsste, beziehungsweise die Doppeltraktion müsste ungefähr 120 Meter lang sein. Und jetzt gucken wir mal. Ja, mein Controller wieder am Spinnen, man merkt es. Ja, hier, 125, deswegen, das kommt relativ gut hin. Also theoretisch könnten wir auch mit was längerem fahren, aber der einzige halt, der ein bisschen fragwürdig ist, ob das überhaupt klappt, ist halt Eilendorf, weil der halt relativ kurz ist. Da passt zum Beispiel kein Dostos rein mit 146. Ich meine, eine Doppeltraktion Talent 2 passt da rein. Ach, wir müssen gar nicht bis vorne vor. Ich bin noch im Gedanken mit dem RE9. Entweder die Folge wird noch kommen oder die kam schon. Auf jeden Fall musste ich den RE9 hier wenden. Und ja, mit dem musste ich bis vorne vor, sonst wäre das hinten eng gewesen. So, ja, okay, nicht einsteigen ist ja auch irgendwo nicht optional. So, wir haben jetzt 2 Minuten Verspätung, das ist relativ gut, finde ich. Weil wir die schnell wieder rausgefahren kriegen. So, dann gucken wir mal auch raus. Ja, also die RB20 ist ultra fragwürdig. Also ich kam selber nicht gleich, ich gucke erstmal im Fahrplan so, ja okay, Stolberg nach Aachen, da müsste doch ein RB20 fahren, das weiß ich, weil der fährt ja auch aus Düren aus, wozu wir gleich auch noch kommen werden. Auf jeden Fall gucke ich dann so, ja, halben Stundentakt ab Stolberg, theoretisch. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, macht der RB20 eine Runde, fährt zum Aachener Hauptbahnhof, über Herzogenrath nach Alsdorf. Und Alsdorf ist theoretisch, wenn wir hier gucken, von der Map aus hier auf der Seite. So, hier seht ihr die Strecke, dann kommt er wieder zurück und wendet dann in Stolberg wieder. Also echt interessanter Fahrtverlauf des Zuges. Ja, wie auch immer, dann habe ich halt geguckt gehabt,
Und da stand irgendwie Stolberggleis 27. Und Gleis 27 sollte dieses Gleis hier sein, weil mir kein anderes gerade einfällt, was Sinn macht. Dürfte das Gleis, was ich euch gezeigt habe, sein. Also ja, das ist echt komisch, weil da startet ein Zug, Stolperggleis 27, und dann hält der Zug wieder in Stolperggleis 43. Das heißt, der fährt von hier nach hier hin. Aber wie der das macht, das ist echt. Also das ist mir ein Rätsel. Ich müsste da mal nach einer Führerstandsmitfahrt schauen, ob wir das vielleicht simulieren können, weil den Bahnhof haben wir ja hier auch angezeigt im TSW, das heißt, man könnte ja theoretisch auch von dort aus starten. Ich denke, aber was ich mir denke, was aber jetzt nicht die Realität sein muss, ist ja spekuliert, dass der hier startet, zum GBR fährt, dort eine Wende macht und dann hier wieder am Hauptbahnhof hält. Der hat laut Fahrplan Ankunftszeit, Abfahrtzeit in Stolberg um 40 und Ankunftszeit um 49. Das heißt, er fährt eine Minute zum GBF, eine Minute zurück, das sind schon mal 2 Minuten, und hat dann ja, die restlichen 7 Minuten noch Wendezeit. Aber das ist auch wieder so ein Fragezeichen, weil im Güterbahnhof wenden mit Fahrgästen, boah, weiß ich nicht. Falls jemand die RB20 gut kennt, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, weil ich habe da ein Fragezeichen gerade. Ja, wir erreichen dann Eilendorf. Eilendorf müssen wir um 54 erreichen. Wie gesagt, der Fahrplan ist eigentlich relativ gut. Das heißt, 54, wir halten das jetzt auch. Also wir halten die 2 Minuten Verspätung, die wir haben. Ich sehe aber gerade, dass hinter uns ein ja, Regionalexpress ist. Theoretisch hätten wir den vorlassen müssen. Aber jetzt sehe ich auch keinen Grund, uns irgendwie hier, beziehungsweise keine Möglichkeit, uns irgendwo hier zur Seite zu ziehen. Das heißt, er müsste sich jetzt hinter uns zufrieden geben, weil das nicht anders möglich ist. Aber ein Fragezeichen habe ich nochmals, weil ich frage mich, welcher, was ist das denn für ein Zug? 1, 2, 3, 6. Ja, okay, 6 Dostos und eine 146. Jetzt weiß ich, welcher Zug das ist. Ja. Meine Damen und Herren, wir erreichen dann auch in wenigen Minuten Eilendorf. Der Ausstieg gefahren Richtung rechts. Die automatischen Ansagen sind heute kaputt, deswegen tätige ich die selber. Also Streckenkenntnisse habe ich hier, aber ich halte halt nie an dem Bahnhof, deswegen Bremskenntnisse für den Bahnhof Eilendorf habe ich noch nicht. Ich denke mal aber hier ab dem Hauptsignal normalerweise ist es relativ noch von der Distanz her gut in der Bremse. Sind aber jetzt ein bisschen früher in die Bremsleistung gegangen. Aber sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wir bremsen mit 20%, fahren den Bahnhof unter 50 an. Das heißt, es ist eine relativ entspannte Bremsung. Okay, wir wissen, der Bahnhof ist 140 Meter lang, weil ich erinnere mich, dass hier ein Dings reinpasst. Das heißt, wir fahren nicht. Uppala, das war nicht gewollt. Ich wollte sagen, dann fahren wir nicht bis ganz vorne vor, sondern bis hier ungefähr. Ja, wir wissen ja jetzt, dass hier ein 442 in Doppeltraktion einfährt, passt. Und der ist 140 Meter lang und wir sind noch 125. Das heißt, ich denke mal, ja, hätten noch bis hier zum Schild Eilendorf vorfahren können. Haben jetzt 3 Minuten Verspätung. Ja, weil die Baureihe auch einfach langsam beschleunigt, ne? Muss man auch einfach mal sagen. Ja, wie gesagt, wären wir zum Haltestellenschild hier Eilendorf vorgefahren, dann denke ich, wären wir perfekt zum Stehen gekommen. Ich gebe mal Hebel on the Table, weil wir auch Verspätung haben und der RE hinter uns ist. Okay, Hebel on the Table geht der aber ein bisschen ab. Das ist ein bisschen
ungewöhnlich für den 642. Oder ich gebe einfach zu selten Hebel on the Table. Ich kann das einfach nicht, weil ich mich schon darauf vorbereite, wie es in Realität sein wird. Aber dazu muss ich auch sagen, in der Realität Table ohne Table, das fühlt sich einfach als Fahrgast gar nicht gut an. Das spürst du einfach, und das ist, wenn du mal stehst, eine volle Bahn, da ist mal Zeit, eine volle Bahn, nein, das muss ich anders formulieren. Wenn man in Realität ein voller Zug da ist, zur Hauptverkehrszeit oder ja, Morgenstunden halt, dann ist Hebel ohne Table das Letzte, was du machen solltest. Viele machen das und man merkt das auch. Aber ja. Verstrecken wir ein bisschen was. Ich habe mal überlegt, euch im Bussimulator mitzunehmen, weil ich das privat auch zocke. Und ich habe mir jetzt den Bussimulator 21 geholt. Also davor noch den, nicht den 18er, sondern den der dazwischen war. Mit der Karte Seaside Valley oder wie die heißt. Auf jeden Fall müssen wir runter von der Antriebsleistung. Ja, habe ich den ja jetzt, also die Karte gibt es ja im Bussimulator 21 auch. Deswegen, da kannst du auch entscheiden, ob du Story-Modus spielen möchtest oder dir halt alles selber überlassen möchtest. Und ich habe mir alles selber überlassen, habe mir schon ein Liniennetz aufgebaut, bin gerade noch an meinen Schnellbussen dran und alles und die Kleinigkeiten. Ja, und da würde ich euch gerne mitnehmen, euch ein bisschen zeigen, was ich schon gebaut habe, und ja, auch einfach mal Bus fahren. Alternativ zu Train Simulator. So, 70 ist ein bisschen hart für den Bahnhof, gerade mit so einer Zuglänge. Ja, dann können wir ja auch schon in die volle Bremsleistung. Ja, wir hätten hier an der A1 halten sollen. Halten ein bisschen weiter vorne, ja, hier am Sandkasten. Super. Rede noch vor einer Minute über Hebel on the Table und jetzt gebe ich einfach eine Vollbremsung. Ja, der Arm muss sich ein bisschen entspannen und gedulden, ne? Gut. So, dann gucken wir mal raus. Gut. Falls jemand den Zug jetzt verpasst hat, eine Minute später kommt der nächste. Und der ist mal pünktlich. Ja, weil der RE1 in Realität nie pünktlich ist. Ne? Also das muss man auch einfach mal sagen. Zum National Express habe ich zwei Meinungen. A ist 50% des Personals echt top, also top, was das Kommunikations, boah, ihr wisst, was ich meine. Also die sind einfach nett, bleiben respektvoll, auch bei hohen Verspätungen und alles. Aber da gibt es auch 50%, die genau das Gegenteil sind. Aber dazu muss ich auch sagen, das ist irgendwo auch verständlich. Also, weil manchmal hast du auch wirklich Fahrgäste, die gehen dir einfach auf die Nüsse, muss man auch einfach so sagen. Aber dann denke ich mir, wenn die anderen 50% das hinkriegen, dann ist das dann auch wieder fragwürdig. Aber jeder Mensch ist ja auch anders im Verarbeiten und alles. Auf jeden Fall, ja. Und zum einen besteht dann die andere 50%. Meinung von mir für National Express darin, ja, die Bahn ist halt immer pünktlich, immer unpünktlich,
Und das ist halt ein Riesenproblem. Also manchmal sind es nur 5 Minuten, mittlerweile stellt man sich auch schon drauf ein, ja okay, der Zug, der morgen kommt, hat schon 5 Minuten Verspätung, aber das plant man schon ein und mittlerweile, das geht auch klar, auch wenn du jetzt mit einem Anschluss rechnest von 10 Minuten, 10 Minuten für einen Anschluss zu planen, im Regionalverkehr ist ganz, ganz solide meiner Meinung nach. 15 Minuten wäre übertrieben, weil ich stell dir vor, deine Bahn ist pünktlich. Und dann stehst du, sitzt du da 15 Minuten. Ja, super. Was hat dir das jetzt gebracht? Im Fernverkehr ist es nochmal ganz anders, weil Fernverkehr ist für mich nochmal ja, doppelt so stark an Verspätung reizbar, sage ich jetzt mal. Also es kann immer was sein, weil im Fernverkehr, da ist mal ein verspäteter Personenzug vor dir, da ist ein Güterzug, der dich kreuzt oder so und so weiter. Ja, deswegen, boah, nicht schon der Express von den Verspätungen, muss ich aber, also was ich glaube, was der Grund dafür ist, die Deutsche Bahn priorisiert deren eigenen Bahn als anstatt so, ich sage jetzt mal, Subunternehmer, das ist der Begriff für Busse, also bei Busfirmen. Ich habe das jetzt gerade, also den Begriff für die Bahn habe ich gerade vergessen. Aber ihr wisst ja jetzt, was ich meine. So National Express, Abellio, so. Also die gucken da schon drauf, okay, der ist von National Express, den ziehen wir mal zur Seite, hinter ihnen ist, keine Ahnung, beispielsweise eine S-Bahn, den lassen wir überholen. Also es zum Teil, finde ich, wird der 462 richtig unnötig überholt, also der RE1, der RE5. Und das zieht sich momentan wirklich durch die ganze RRX-Planung. So, wir haben hier jetzt immer noch 3 Minuten Verspätung, warum auch immer. Wir fahren anscheinend zu pünktlich. So, haben wir jetzt ein HP1 mit ZS3 für die 40. Um genauer zu sein, ZS3, Kennziffer 4 für die 40. So. Sind die auch noch in der Überwachung drinne? Gut, ja. Na ja gut, jetzt haben wir Aachen Rote Erde und Aachen Hauptbahnhof nicht angesagt. Ist aber egal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im RB20 auf der Fahrt nach Alsdorf Annapark. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board of RB20 to Alsdorf Annapark. Der nächste Halt dann Aachen Schanz. Der Ausstieg gefällt euch rechts. Next stop Aachen Schanz. Exit to the right. Ja, und damit sage ich auch Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Cold Magix.